Ich bedanke mich bei Ihnen für das wunderbare Geschenk dieses Augenblicks. Machen Sie sich einmal bewusst, die Schöpfung besteht seit etwa 15 Milliarden Jahren. Aber dieser Augenblick jetzt war noch nie und wird nie wieder sein. Jeder Augenblick ist absolut einmalig. Dieses Leben findet nur Ihnen zur Freude statt. Ich möchte Sie einladen zum faszinierendsten Spiel der Welt, dem Spiel des Lebens. Und dazu gehört, dass Sie keiner Tätigkeit nachgehen, die Sie Arbeit nennen müssen, sondern Ihr Tun sollte eine ständige Freude sein. Also wann immer Sie sich wieder einmal beim Arbeiten erwischen, sofort alles fallen lassen und zur Vernunft kommen. Das gehört nicht in dieses Leben. Gestatten Sie einfach dem Leben, Sie fürstlich dafür zu bezahlen, dass Sie das tun, was Ihnen ohnehin am meisten Freude macht. Und von diesem Augenblick an haben Sie bezahlten Urlaub für immer. Seit sicher mehr als 20 Jahren habe ich nie mehr gearbeitet und ich habe auch nicht vor, das jemals wieder zu tun. Denn das Zusammensein mit Ihnen ist für mich eine reine Freude. Und ich bin jedes Mal dankbar für diesen Augenblick der Begegnung, dass wir uns wieder miteinander erinnern können an die Großartigkeit unseres wahren Wesens. Und dass wir die Zeit unseres Lebens nicht mehr vertun. Ein Leben voller faszinierender Möglichkeiten wartet darauf, dass Sie es entdecken und in Erscheinung rufen. Sie sind in einer beneidenswerten Lage. Sie sind Schöpfer und können die Umstände Ihres Lebens frei bestimmen. Sie können wählen, wie Ihr Leben verlaufen soll. Und Ihr Leben zeigt im gleichen Augenblick, was Sie bewusst oder unbewusst gewählt haben. Die meisten Menschen aber haben keine Wahl, weil sie nicht wissen, dass sie die Wahl hätten. Und weil sie das nicht wissen, wählen sie nicht. Und weil sie nicht wählen, geschieht es nicht. Und weil es nicht geschieht, denken sie, es geht nicht. In Wirklichkeit haben sie in jedem Augenblick, ob jetzt, die Chance, neu zu wählen. Sie können sogar ein ganz neues Spiel beginnen, wenn Sie wollen, ein ganz neues Leben. Und im gleichen Augenblick beginnt sich Ihr ganzes Leben zu verändern. Lernen Sie also, den Augenblick zu schätzen. Lernen Sie, jeden Augenblick wirklich zu erfüllen. Denn ein erfülltes Leben besteht nur aus vielen erfüllten Augenblicken. Und erwarten Sie, dass in jedem Augenblick etwas ganz Besonderes passieren kann. Und das Leben wird Sie nicht enttäuschen. Erkennen Sie, dass in Wirklichkeit alles etwas ganz Besonderes ist. Allein schon zu leben ist ein Wunder. Entwickeln Sie die Fähigkeit, aus einem ganz normalen Alltag etwas ganz Besonderes, vielleicht sogar Einmaliges zu machen. Und erkennen Sie, das Leben meistert man spielend oder überhaupt nicht. Also wann immer Sie sich anstrengen, ist das eine Botschaft des Lebens, dass es anders leichter ging. Und dann sollten Sie einen Moment innehalten und schauen, wie könnte es denn anders leichter gehen. Freude ist ein sicheres Zeichen, dass wir in Harmonie mit uns selbst sind und dass das, was wir gerade tun, stimmt. Deswegen sollten Sie ständig den Weg der Freude gehen. Das heißt, nicht nur bei Ihrer Tätigkeit, sondern in Ihrem ganzen Leben das zu tun, was Sie erfreut. Das gilt natürlich ganz besonders für unsere Tätigkeit. Denn wenn wir nicht tun, was unsere Berufung ist, dann
sein, müssen wir uns immer wieder zwingen, es trotzdem zu tun. Und das ist schädlich für unsere Harmonie und damit für unsere Gesundheit. Und doch glauben viele Menschen, dass sie einer ungeliebten Tätigkeit nachgehen müssten, um Geld zu verdienen. Machen Sie sich einmal bewusst, dass man nur in der deutschen Sprache sein Geld verdient. Und dass wir gar nicht drüber nachdenken und meinen, das ist eben so. Ein Amerikaner, ein US-Amerikaner, he goes to make money, der macht Geld. Ja, das ist schon eine ganz andere Haltung, wenn ich morgens losgehe und sage, sag zu meinen Kindern, also bis später, der Papa muss jetzt Geld verdienen. Das hört sich schon so nach Dienen an und Arbeit und dann kommt man abends kaputt nach Hause und will nur noch seine Ruhe haben. Wenn ich sage, ich gehe jetzt Geld machen, das ist doch wie Sport, wie Hobby, ja, das ist doch eine ganz andere Haltung. Oder die Engländer, to earn money, die ernten es. Nicht säen, nur ernten. Die haben so ein Weltreich gegründet, ja, sind einfach überall hingegangen, nach Indien, haben gesagt, so, das gehört jetzt der Krone, alles, ja. Also die ernten Geld. Oder die Schweden bekommen Geld, die haben einen Wohlfahrtsstaat gegründet. Oder die Franzosen, gagner d'argent, die gewinnen Geld. Oder die Ungarn, die suchen Geld, die haben sie bis heute nicht gefunden. Ja, klar, wenn ich etwas suche, dann kann ich ja nicht finden, sonst könnte ich ja nicht mehr suchen. Also ein Sucher kann nicht finden. Er muss aufhören, ein Sucher zu sein und muss anfangen zu finden. Und Sie können sich jetzt entscheiden, gleich hier, wie kommen Sie nächste Note gefunden. Geld? Wollen Sie es ernten, gewinnen, finden, suchen, machen? Finden. Oder weiter verdienen? Es ist einfach Ihre Wahl. Ich habe mich vor vielen Jahren entschieden, es zu gewinnen. Das heißt, alles, was ich tue, ist ein Gewinn und wird auch entsprechend noch bezahlt. Ich meine, ich würde das auch umsonst machen, aber ich will die Leute ja nicht vom Kopf stoßen. Ich nehme das natürlich, wenn sie mir was bieten. Ich nicht. Aber es ist einfach eine reine Freude. Ich habe meine Tochter aber gerade zu Besuch und wir haben miteinander überlegt, ich habe wirklich seit vielen Jahren nichts mehr in meinem Leben, nicht eine Kleinigkeit, wo ein Muss ist, sondern alles, jeder Schritt ist eine Freude. Und das wäre die nächste Entscheidung, die Sie treffen können. Entfernen Sie jedes Muss aus Ihrem Leben. Das ist nicht gerade M am Start. Das ist so nicht gedacht. Sie sind ein Schöpfer. Sie müssen nicht. Sie müssen weder Geld verdienen, noch müssen Sie einer ungeliebten Tätigkeit gehen. Sie müssen nicht einmal sterben. Das heißt, selbst wenn Sie das wollten, Sie könnten das gar nicht. Wenn Sie brauchen mir das nicht glauben, ich bin ja nicht der Papst, ich verkünde keine Dogmen, aber wenn es dann soweit ist, dass Sie diesen traumhaft schönen Körper verlassen, dann denken Sie mal an diesen Augenblick und Sie werden erkennen, Sie sind nie so lebendig wie dann, wenn Sie gerade gestorben sind. Ganz einfach, weil Sie frei sind von der Begrenzung dieses Körpers. Sie sind unsterblich. Sie waren es immer. Sie sind unkaputtbar. Egal, was in dieser Welt passiert, es wird Sie immer geben. Und sobald Sie Ihrer Berufung folgen und damit der Freude, werden Sie sehr viel mehr Erfolg haben und mehr Geld verdienen als vorher mit der ungeliebten Tätigkeit. Niemals. Weil alles meine Mutter bekommt, das tue ich nicht. Das kriegt alles meine Mutter. Das wird auch gut bezahlt. Vielleicht haben Sie noch nicht den Erfolg im Leben, von dem Sie träumen. Aber vielleicht liegt es daran, dass Sie nur davon träumen. Schon mancher hat festgestellt, wenn er die Karriereleiter hochklettert und viele Jahre braucht, um an der letzten Sprosse zu sein, nur um festzustellen, dass sie an der falschen Mauer lehnt. Um dann wieder ganz woanders anfangen zu müssen. Also prüfen Sie einmal, ob Sie wirklich Ihr Leben leben, ob Sie wirklich an der richtigen Stelle sind. Und die Freude ist ein sicherer Führer. Denn Erfolg ohne Freude ist nicht möglich. Erfreuen Sie sich an Ihrem Tun, indem Sie das tun, was Sie gerade tun, so vollkommen wie möglich tun. Und Sie entdecken dabei wieder ein Wunder, Ihre natürliche Vollkommenheit. Sie entdecken dabei, dass Sie gar nicht erst vollkommen werden müssen. Sie sind vollkommen, Sie waren es immer. Sie haben es nur vergessen.
Bewusstsein sind vollkommen. Und Sie können mit einem Schritt wieder eintreten, zum Beispiel jetzt, indem Sie einmal vollkommen sitzen. Ja, nicht dekorativ hinsetzen, sondern prüfen Sie einmal, ich bin Bewusstsein, ich erinnere mich daran, ich bin unsterblich, ich bin ewig, ich bin vollkommen. Und ich habe hier meinen Körper, den setze ich auf diesen Stuhl. Und ich setze meinen Körper jetzt einmal vollkommen hin. Im gleichen Augenblick erleben Sie Ihre natürliche Vollkommenheit. Und Sie erkennen, Vollkommenheit ist nicht ein fernes Ziel. Sie ist ein einziger Schritt entfernt. Und so können Sie mehrmals am Tag, so oft wie möglich, wann immer Sie dran denken, eine kleine Insel der Vollkommenheit schaffen. Ob Sie ein Glas Wasser trinken, einen Schluck nehmen, ein Buch aus dem Regal nehmen oder Auto fahren oder beim Friseur sitzen, ist es völlig gleich. Sie können aus allem eine Insel der Vollkommenheit machen, indem Sie es einfach vollkommen tun. Und erleben Sie einmal, wie gut es Ihnen tut, einfach Ihrer natürlichen Vollkommenheit Ausdruck. Guckt euch an, wie der die Tastatur eingesaut hat. Die ist nicht mal ein Jahr hier. Wann ist zum Beispiel jetzt? Machen Sie sich auch bewusst, nichts in diesem Leben kommt von selbst. Sogar Dummheiten müssen wir erst machen. Was unser Glück besonders trübt, sind Sorgen. Aber wie die Weisheit der Sprache schon sagt, wir machen uns Sorgen. Sorgen sind nicht einfach da. Wir müssen sie selber machen. Und dann haben wir sie natürlich. Wir stellen uns vor, was alles passieren könnte, verbinden diese Vorstellung mit einem starken Gefühl der Angst und haben jetzt alles getan, damit das eintritt, was wir befürchten. Aber auch wenn es nicht eintritt, haben die Sorgen ihre Wirkung getan. Sie verderben uns die Laune, belasten die Nerven, nehmen uns den Appetit, rauben uns den Schlaf und machen uns vor der Zeit alt und krank. Und in diesem Augenblick jetzt, immer in einem Augenblick, können Sie alles ändern. Sie können aufhören, sich Sorgen zu machen. Sie können aufhören, Dummheiten zu machen. Sie können sich an Ihre natürliche Vollkommenheit erinnern und aus dieser natürlichen Vollkommenheit heraus handeln. Also machen Sie es sich leicht. Viele Menschen schleppen eine schwere Vergangenheit mit sich rum. Immer wieder kommen Menschen zu mir in die Praxis und wenn ich frage, was kann ich für sie tun, dann sagen sie, Herr Tippermann, ich hatte so eine schwere Kindheit. Da sage ich, na und seien Sie froh, dass sie vorbei ist. Die kommt ja sowieso nicht wieder. Ja, die muss nicht therapiert werden. Die ist ja vergangen. Lassen Sie doch einfach nur vergangen. Natürlich sitzt diese Energie noch in jeder Zelle. Aber auch die können Sie loslassen. Lassen Sie diese Energie der Vergangenheit an.